Mein Name ist David Julian Kirchner. Ich bin Künstler, das heißt Musiker, also mittellos und heillos verwirrt vom 21st Century. Ich lebe in der Großstadt und manchmal denke ich, ich gehöre hier nirgends wirklich dazu. Es heißt ja, da sei eine Kluft zwischen Stadt und Land. Doch jedem Abgrund wohnt bekanntlich auch ein Zauber inne. Ich bin auf einer Reise an den deutschen Rand, weil ich wissen will, wie die Menschen hier leben und was sie wissen, was ich nicht weiß. Ich habe so viele Fragen. Ist Life ohne Style vielleicht das richtige Leben? Werde ich auf Abgehängte treffen? Wie werde ich empfangen und werde ich Empfang haben? Werde ich je nach Hause zurückkehren? Mein Name ist David Julian Kirchner und das ist Deutschrand. Wie gesagt, ich bin David. Ich bin Musiker und damit ehrlich gesagt nur mäßig erfolgreich. Schönen guten Abend. Ich wollte schon sagen Mannheim, aber dafür seid ihr jetzt dann doch ein bisschen wenige. Da ist eine Party in der 15. Etage. Und auch in anderen Bereichen meines Lebens gibt es noch Raum für Selbstoptimierung. Schon irgendwie hause ich schon die Sonne. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Okay, komm, wir gehen mal hier raus. Ich fühle mich hier so unwohl. Hier gibt's Mäuse. Ich lebe in der Stadt und habe das Gefühl, alles hier ist irgendwie gleich. Als würde ich in urbaner Monotonie ersticken. Als hätte man hier schon alles erlebt. Als wäre zwischen City Beach und Plattenbau kein Platz mehr für das Eigentliche, das Echte. Vor 2 Jahren zog ich über Wiesen und Wälder, um in the middle of nowhere Songs zu schreiben. Im Odenwald bin ich dann Menschen begegnet, die etwas verstanden haben. Dort bin ich auf ein Paar gestoßen, das irgendwie anders war. Ja, also wir sind nicht normal. Was heißt sagen wir mal so. Ja, weil wir nicht so sind wie die anderen. Und ich bin gern anders da. Ich will nicht so sein wie jeder andere. Alle Leben sind gleich, die Einrichtungen sind gleich, die Frisur ist in, das Outfit ist in, das interessiert mich alles gar nicht. Wenn man sich das eigene bewahrt, die eigene Ansicht, die eigene Wahrnehmung bewahrt, und dann ist ja das was sehr Individuelles. Und, ich habe immer versucht, mir meins zu bewahren. Und das drückt sich dann in solche Sachen aus. Egal, was ich mache. Ob ich jetzt Aufnahmen mache oder ob ich jetzt was baue. Und so wohnen wir halt auch. Schön ist das hier nicht, was man jetzt hier sieht. Aber das bin ich. Das ist meins. Ich mag es wild. Und die meisten Leute haben einfach zu viel Angst, genau, so einen Weg zu gehen. Also das habe die Erfahrung habe mir gemacht. Das halt auch noch 2 Jahre später nach. Gehöre ich zu denen, die sie meint? Welche Antworten gibt es jenseits vom nervösen Puls der Stadt? Ich will wissen, was die Menschen auf dem Land wissen, was ich nicht weiß. Was sie können, was ich nicht kann. Denn ich bin sicher, da warten Originale auf mich, deren Geschichten in Lieder gepackt werden wollen. In 80 Tagen durch das deutsche Land. Meine Reise beginnt im Odenwald. Eine Randregion, über die niemand etwas zu wissen scheint. Außer dass sie die Hölle sein soll. Guten Tag. Ja, ich glaube, er will mich jetzt nicht so inspirieren. Hier hat doch der gewohnt, den ich schon mal angesprochen habe. Der war doch nett. Mühlhof 1929. Was zu bedeuten hat. Hallo. Ja. Guten Tag. Nicht erschrecken. Wir machen gerade einen Film. Dürft man mit Ihnen mal sprechen? Guten Tag, was wollen Sie denn wissen? Ich finde es ja hier erstmal ganz erstaunlich. Ich komme aus Mannheim, aus der Stadt und suche ein wenig Inspiration für die Musik. Ich bin Musiker.
und bin jetzt sozusagen am Gucken, wie sie es hier so lebt. Leben Sie hier? Ja, ich bin hier praktisch in Eberbach geboren. Eberbach? Und 1952 sind wir dahergezogen. Aha. Und dann war da? Ich, ja, ist das Ihr Haus? Ne, da oben ist noch ein Haus, aber das sieht man nicht. Nee. Also ich war dann mal zwischendurch weg. Wo waren Sie da? Ah, in der ganzen Welt. Ich war mal in Schweden, da habe ich auch mal 4 Jahre gewohnt. In Schweden? Ja, wie war? Da habe ich gearbeitet als Koch. Aha. Und ich war auch verheiratet dort und dann bin ich wieder hergezogen und bin dann hoch nach Kratzenbach. Aber ohne die Frau oder mit der Frau? Mit der Frau und die hat mich dann auch wieder nach 10 Jahren verlassen und jetzt habe ich wieder eine andere Frau. Und wie haben Sie Ihre Frau dann kennengelernt, wenn es hier so wenig Leute gibt? Wir haben so Wünschelrute-Kurse gemacht. Da waren immer so Seminare. Aha. Und dann habe ich die Kinder gelernt. Aber wie geht denn das mit der Wünschelrute? Das will ich ja gerne machen. Unbedingt. Das. Okay. Und was ist? Ich bin ganz, ich habe keine Ahnung. Was ja, das sieht aus wie immer nach. Okay. Wo Wasser ist, da dreht sich dahin. Sehen Sie, da läuft Wasser durch. Machen Sie es mal so. Hm? Geht ja automatisch schon immer. Laufen wir weiter. Dann findet man mit der Wünschelrute das Wasser. Da haben wir immer so. Aber wie funktioniert das? Jetzt kommt sie wieder. Und da unten kommt die Quelle raus. Ah. Da. Da ist sie. Aber sie gehen jetzt mal ihre Runde weg. Ist was weg? Achso. Hier bin ich offensichtlich richtig. Dann drehe ich da hin. Dann geht es so. Und dann geht es wieder so. Der Wünschelroutengänger hat sein Glück gefunden. Und er will es sogar mit mir teilen. Sieht wieder gerade aus. Sehen Sie doch richtig die Kraft, wie sie von unten nach oben geht. So Streifen sind das. Wenn Sie genau gucken mal. Das sieht man dann, wenn Sie sich immer konzentrieren. Aber ich habe auch manchmal sowas, aber dann denke ich mir, ich habe Halluzinationen. Ja, da sieht man das halt manchmal. Wie sie halt öfters in die Natur hinausgehen und das alles betrachtet, dann ist es schon besser. Das sind so Sachen, wo sie vorher nie gesehen haben. Das sind dann manchmal ganz begeistert, wenn es auch Kleinigkeiten sind. Und man freut sich. Und da kriegen sie die Glückseligkeit in sich. Die spüren sie dann. So. Verzaubert bin ich jedenfalls schon mal. Aber Glückseligkeit, die kenne ich eher aus Schlagern. Aber doch, ich glaube, ich spüre was. Aber womit lockt der Odenwald noch? Außer mit Glückseligkeit und Freiheitsversprechen. Viel los ist hier jedenfalls nicht. In einem Artikel nannte jemand den Odenwald mal den scheußlichsten Ort der Welt. Eine einzige geistige Wüste. Die Odenwaldhölle. Ist da was dran? Irgendwie so, es gibt immer so schön hässlich irgendwie. Es ist ganz komisch. Natur, irgendwas, was auf jeden Fall das Gegenteil davon irgendwie darstellen soll, glaube ich. Ich glaube, die wehren sich so gegen die Schönheit, gegen ihre eigene Schönheit. Das ist da echt abgefahren, ey. Da kannst du echt einfach so Wurst kaufen im Automaten. Das habe ich echt noch nie gesehen. Denk mal, 700 Jahre Hummetrot. Wahrscheinlich heißt der Ort Hummetrot. Dürfen wir Sie mal was fragen? Vielleicht können Sie ja mal kurz erzählen, wie lange leben Sie denn schon hier in dem Ort? Ich bin hier in Hummetrot geboren. Sie sind hier in dem Ort geboren? Ja. War nicht hier, ich habe dann hierher geheiratet. So die jungen Leute ziehen teilweise auch aus Hummetrot, die ziehen hier weg. Ne? Die ziehen lieber in die Stadt. Da können sie was erleben. Und wo müsste man, wenn man noch was sehen will, wo müsste man hingehen? Was ist besonders hier? Oh, ja, so besonders unten am Brunnen werden sie schon gewesen sein. Ne? Wo sind wir? Im Brunnen? Da unten der Brunnen, das ist ja eigentlich der Dorfplatz sozusagen. Ich folge der Empfehlung des netten Herrn. Das ist halt das Highlight, ne? Halt wirklich die Sightseeing. Hier trifft sich der Jugendliche. Der eine. Naja, vielleicht heißt der Odenwald ja Odenwald, weil er besonders öde ist. Ich reise weiter und merke, dass es hier kaum Kneipen gibt.
Die Odenwälder erzählen mir sogar von einem regelrechten Gasthaussterben in den Dörfern. Gerade Familienbetriebe sollen Probleme haben, Nachfolger zu finden. Im hessischen Dorf Gammelsbach soll es ein Gasthaus geben, das seit Generationen in Familienhand ist. Ich will wissen, wie das geklappt hat. Rezeption. Ah, da ist der Chef. Guten Tag, wie geht's? Alles klar, David Julian Kirchner. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Also, mal gucken. Ich habe einen Stammbaum, den können wir 390 Jahre zurückverfolgen. Das bin die Oma vom Haus. Ah, vom Haus. Ich hoffe, nicht vom Haus. Die Seele vom Haus. Ne? Sind Sie da drauf auf dem Bild? Ah, ja, guck mal. Da können Sie es gucken. Das ist mein Mann neben dran. Der Mann, ja. Das ist der Wolfgang, der Chef. Ja, okay, der Sohn. Wie ist denn Ihr Name? Hermann. Hermann, und Sie sind ja der Ehemann, genau. Ja, ja. Ich habe Sie schon gesehen auf dem Foto. Und das haben Sie sozusagen früher übernommen. Sie war die älteste Tochter. Sie hat drei Töchter gehabt und sie war die älteste. Also hat sie es nehmen müssen. Das ist dann nicht gefragt worden. Und unseren Wolfgang, wie der dann, haben wir gesagt, Wolfgang, du musst kochen lernen. Also schlüpfte Wolfgang brav in die Fußstapfen der Eltern. Unglücklich sieht er nicht aus. Vielleicht braucht es manchmal ja einfach etwas gesunden Pragmatismus. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Das ist das Leben. Aber was, wenn es Typen wie Wolfgang bald nicht mehr gibt? Wo liegt eigentlich die Grenze zwischen Selbstaufgabe und Selbsterfüllung? Wo fängt Pflichtbewusstsein an und wo hört Verantwortung auf? Ist der Grat zwischen dem, was man will und dem, was man soll, auf dem Land doch sehr schmal? Kann man sich schicksalsergeben überhaupt selbst verwirklichen? Bei meinem ersten Trip in den Odenwald bin ich jemandem begegnet, der genau das geschafft hat. Über das familiäre Korsett hinauswachsen. Der Leverwurst-Kaiser. Ah. Boah, warum muss denn eigentlich der Leberwurst-Kaiser so früh aufstehen? Ich meine, er macht dann die Leberwurst und verkauft er die auch? Oder ist er sozusagen so eine Art Großhandel für Leberwurst? Da, der Leberwurst-Kaiser. Zum Leberwurst-Kaiser. Anna. Ja, hallo, schönen guten Tag. Morgen. Ja, guten Morgen. Das freut mich. Ich bin der Chef. David Kirchner, hallo. Ja, wunderbar. Wir dürfen hier mal reingucken, habe ich gehört. Sehr schön. Da freuen wir uns aber sehr. Das klingt ja schon mal gut an. Das ist die erste Produktion, oder? Ich lasse mich jetzt einfach mal treiben. Ja, wohin Sie mich jetzt führen? Ja. Hallo. Guten Morgen, ja. Guten Morgen, wie bin ich hier? Ja, David, Julian. Guten Tag. Ja, sehr schön. Wunderbar. Das ist ja ein Traum. Ja, wer ist denn jetzt der Leberwurst-Kaiser? Das ist der Ableger. Der Leverwurst-Kaiser heißt eigentlich Dieter Mehl und ist aus Liebe Metzger geworden. Er übernahm das Geschäft seiner Schwiegereltern und macht nun seit 55 Jahren Wurst. War das immer schon so? Wie lange machen Sie das schon? Das mache ich schon, seit dass mir es gedenkt. Ganz früher hat es die Maschine in dieser Art noch gar nicht gegeben. Ja, das denke ich mir nämlich. Von Hand machen. Das haben Sie persönlich noch von Hand? Ja, ja. Ja? War ja. Und das, aber ist das jetzt Leberwurst? Nee, das ist jetzt eine Brühwurst. Ja, das ist also Wiener Würstchen ist Brühwurst. Leberwurst machen wir immer montags. Und man denkt gar nicht, dass das mal eine Wurst wird, ja? Das ist für mich völlig unvorstellbar. Es sieht aus wie eine Süßigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass man daraus so einen Zuckerkuchen macht. In den 90ern wurde Dieter Mehl zum ersten Mal internationaler Leberwurst-Weltmeister. Seitdem nennen ihn alle nur noch Leverwurst-Kaiser. Ich habe hier 100 Sorten Leverwurst gemacht. 100? Ja, der Mannheimer Wasserturm, ja, habe ich mit Leverwurst nachgebaut. Große Fußstapfen für seinen Sohn, der seit 2011 die Metzgerei übernommen hat. Der Vater, der arbeitet halt noch mit. Und er sagt selbst nur noch halbtags. Ja. Nur noch 12 Stunden, sagt er. Haben Sie ein Lieblingslied? Kein Schwein ruft mich an. Von Max Rabe. Von Max Rabe, ja.
Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Ein Sänger, wie ich. Irgendwie will ich jetzt auch wissen, wie das geht. Dieses Wurstmachen. Aber läuft doch. Er läuft doch. Ah ja, geht doch. Die haben nur eine Hand vorne. Achso, nur eine. So. Ja, das ist ein ganz großer Weg. Ja, das läuft hier so durch die. Das lasse ich hier durch die Finger laufen. Hör mal, wieder super. Eins. Ei, ei, ei. Das kommt doch nur noch, aber jetzt sehe ich auch nicht mehr. Mein lieber Schubinski. Mein lieber heiliger Strauß. Also, da bin ich mal gleich angestellt hier. Also, hier guck dir das an. Guck dir das an. Kameramann und oh, nein, nein, nein. Und Kameramann, den du schon. Oh, jetzt habe ich es falsch gemacht. Gut, gut, gut. Oh, das ging lang gut. Alles lang gut, ja. Also, wo kann ich mich bewerben, ja? Lehrlinge werden gesucht, ja? Ja. Lehrlinge brauchen wir. Ist das so? Wird das gesucht? Habt ihr. Ja, ja. Ist es, habt, also, es gibt hier Schwierigkeiten, Leute zu finden? Die werden halt alle studieren, wenn ja. Sie irgendwie kennen. Oder in den Computer gucken. Die ja. Alle nicht mehr so viel schaffen, körperlich sowieso nicht. Ne? Ja. Dieter Mehl hat es mit körperlicher Arbeit weit gebracht. Ein Selfmade-Mann. Das hat jemand gemacht. Ein Schnitzer. Hier sind auch Veranstaltungen dann? Ja, da machen wir die Geburtstage, Hochzeiten. Und sind Sie dann auch zugegen selbst? Ja, ja. Weil das könnte ich mir nämlich vorstellen, dass das auch eine große Rolle spielt. Na ja, so, das ist auch so, wenn die Leute da sind, da sind so viele da, die sagen, ich muss da sein, um das Essen vorzustellen. Ja. Das ist halt der Schein am Ganzen, doch. Also man ist auch irgendwie schon Entertainer, ne? Ja. Das gehört das, ja, gehört, das gehört auch dazu, ein bisschen. So. Habe ich alles selber gemacht, was ich sehe dahin. Alles selbst, Lampe selber, Tisch selber, Boden, alles was an Holz ist, alles selber. Was für ein Lebenswerk. Jetzt will ich mit meinem neuen Freund aber noch eines tun. Spielen. Ja, wir sind die Stromer. Die des Mannematrott wazieren. Ja, wir sind die Stromer. Wie man lebe, wie man sterbe mit der Datschkap im Nick. Ach, das war doch Spitzenklasse. Also das war jetzt wirklich Spitzenklasse. Also das kann man ja jetzt wirklich nicht mehr sagen. Aber sehr gut. Junger Mann im Frühling. Ja. Mmh. Ja, eine herrliche Wurst. Mmh. Das ist ja die beste Wurst, die ich je gegessen habe. Die ich selbst gemacht habe. Das habe ich aber auch gut gemacht, muss man sagen. Sehr gut. Ja. Von Dieter Mehl nehme ich mit, dass Selbstverwirklichung kein Privileg der Städter ist. Der Mann ist wirklich und wirklich er selbst. Kein Zweifel. Tschüss. Früher waren Fragen nach Bestimmung und Erfüllung weit weg. Die Odenwälder lebten größtenteils von Landwirtschaft und sollen im 19. Jahrhundert sogar so arm gewesen sein, dass etliche von ihnen nach Amerika ausgewandert sind, um dort ein besseres Leben zu suchen. Aber wie geht es den Bauern eigentlich heute? Der Zufall will, dass mich ein Milchautomat zu Peter Hoffmann führt. Peter hat noch andere Maschinen. Das ist eigentlich meine liebste Maschine oder die wichtigste Maschine auf dem ganzen Betrieb. Ja. Das Gerät lebt 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Rund um die Uhr gemolken werden. Das wünsche ich eigentlich niemandem. Und sind Sie hier geboren? Ja, mein Vater hat immer gesagt, ab 1785 kann er das zurückverfolgen, dass wir da sind. Schon mal drüber nachgedacht, wegzugehen? Nee. In die Stadt zu gehen oder so? In der Stadt? Ich krieg doch Kopfweh, ich fühle mich da nicht wohl. Da stinkt's in der Stadt, also wirklich. Also ich finde, bei mir auf dem Land, im Stall, stinkt's nicht so schlimm wie in der Stadt. Milchbauer Peter will mir seinen Hof zeigen. Er sagt, die Städter sollen ruhig sehen, wo die Milch herkommt. Oh, wie süß. Und Babykühe. Und da haben wir ein Kalb. Da sind da Tiere drin? Nein, da ist die Gülle drin. Aber also, aber da riecht es jetzt ein bisschen, gell? Ja, ja, gut, wir kommen aus der Stadt. Ui, herrlich. Was sagen Sie eigentlich so zu so Leuten, die dann so Veganismus-mäßig und die dann so... Wenn es nicht schmeckt, also ich möchte den Scheiß nicht, also sage gerade.
Ah, jetzt überlege ich mal. Ich muss doch so hart arbeiten. Und wenn ich da nichts Gescheites, wenn du nichts Gescheites essen tust, dann kannst du nicht so schwer schaffen. Wenn ich den ganzen Tag auf dem Sessel sitze vor dem Computer, dann brauche ich doch nicht 3 Steaks zu klopfen. Aber ich kann die essen. Naja, an Fleisch mangelt es nicht. Das ist eine super Frisur, oder? Ja. Ja, die finde ich gut. Hier klotzen alle ran. Peter und die Kühe. Nicht einfach. Für keinen. Die Kosten laufen uns zu Fuß. Der Diesel wird teurer. Der Kalkammonsalpeter, also das Düngemittel, wird teurer. Alles wird teurer, nur die Milch nicht. Und das sind dann schon Sachen, muss ich wirklich sagen, wo ihn dann beschäftigt, weil du musst ja irgendwie über die Runde kommen. Ja. Du musst irgendwie über die Runde kommen. Wir haben ungefähr 60 Milchkühe. Maschbulle habe ich, Rinder, weibliche Rinder. Insgesamt sind es ungefähr 200 Stück. Und es ist eigentlich schade, dass diese ganze Herde, was wir da beieinander haben, und an einer Waldfläche, dass das für 2 Familien nicht reicht. Mein Junior ist jetzt 30. Ja, für 2 Familien reicht es nicht. Also er geht fort schaffen. Das ist ja dann nur eine Frage der Zeit, wann der Betrieb einmal zumacht. Oder ich gehe in Rente und er sagt, ja, ich mach's. Aber welcher Jugendliche oder wer will schon so viel arbeiten? Das Verhältnis stimmt doch gar nicht. Die in der Industrie, die schreien 35-Stunden-Woche. Hat die 35-Stunden-Woche, die habe ich am Mittwoch voll. Ein 300 Jahre alter Bauernhof fiele so landwirtschaftlicher Subventionspolitik zum Opfer. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Die Bauern arbeiten extrem hart und können dennoch ohne staatliche Förderung nicht überleben, weil unsere Lebensmittel so billig sein sollen. Unzufriedene Bauern und unglückliche Kühe. Aber wer hat Schuld? Ich würde mich jedenfalls nicht freisprechen. Vielleicht braucht es neue Ideen. Im Odenwald soll es auch einen jungen Landwirt geben, der alles anders macht. Im Dorf sagen sie mir, er sei ein Sonderling. Prima, den will ich kennenlernen. Leon, ich weiß nur, dass er Leon Scholl heißt. Ah ja, okay, hier ist irgendwie so ein, wahrscheinlich hier jetzt. Ein Traktor neben den anderen. Hallo Leon, so. Hallo. Oh, ein Hund. Hallo, ja. Ich geb mal, darf man den streicheln oder ist der... Ja, ist ich, schon. Wie heißt denn der Hund? Avan. Avan? Von Badisch-Sibirien. Ah, okay. Badisch-Sibirien, weil es hier ein bisschen kühler ist. Genau, arschkalt okay. Im Winter. Ach ja, hallo, grüß dich. Leon ist Quereinsteiger und hat den Hof von seinem Uropa übernommen. Seitdem betreibt er hier seine eigene Art von Landwirtschaft. Müssen wir beide Schäfle kurz durch. Das sind ostpreußisches Kutter. Alles möglichst ohne Maschinen. Ja. Können wir mit oder so? Klaro. Komm raus. Der ist so böse, der Kerl. Bleib mal hier. Und du musst halt eine Mischung finden, dass es ein gesunder Weg ist. Ja. Und das ist heute nicht mehr so. Ja. Alles nur noch in eine Richtung, auf Intensivierung. Die produzieren Milch, ne, und gehen dann in den Supermarkt und kaufen sich ihr Lebensmittel ein. Leon sucht nach einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Anfangs wurde er dafür von anderen Bauern ausgelacht. Heute ist er der einzige weit und breit, der ohne Förderungen auskommt. Leon will mir zeigen, wie das funktioniert. Seinen Haupterwerb verdient er als Kuhhirte. Seine Rinder weiden 365 Tage im Jahr in diesem Tal. Ah, du ist die Habonda. Du ist er. Komm. Die freuen sich aber immer. Hallo. Ja. Die sind ja super. Wie geht's dir? Alles okay? So, einfach so eine richtige Beziehung irgendwie zu denen. Ne? Ja, schon. Ja. Das da ist die Camilla, mit der habe ich auch gefangen. Die schwarz ganz vorne, die groß. Und ich hatte jetzt ihr Junges dabei. Dann die Lotta, die habe ich jetzt, die ist 2 Jahre alt. Komische. Leon kauft für seine Kühe kein Futter. Sie fressen das, was hier wächst.
Ihr Fleisch verkauft er dann. Früher führte er als Industriemechaniker ein ganz anderes Leben. Das ist hier draußen weit weg. Man hat halt auch viel Zeit zum Nachdenken über das Leben überhaupt. Es ist halt eine totale Entschleunigung. Ne? Ich gehe vorne und am Viadukt durch und bin in meiner eigenen Welt eigentlich. Ich meine, klar, für manche ist es echt lächerlich oder so, 6-7 Stunden bei seiner Kühe beizustehen, aber für mich ist es Arbeit. Hast du da irgendwie manchmal ein schlechtes Gefühl, wenn du die dann weggibst zum Schlachten oder so? Ist das so, wie hat man da Mitleid oder irgendwie sowas? Ich gebe sie ja nicht weg, ne? Also ich bin ja komplett dabei. Also du bist dann dabei, wenn ich schlachte? Ich bin immer dabei, ja. Immer. Wie also fühlt sich das an? Es ist schon manchmal schwierig, aber ich denke halt so, lieber Sohlfleisch als aus irgendeiner Massetierhaltung anonymes Fleisch. Ganz ehrlich, ich bin kein Vegetarier. Und mein Mitleid fühlt sich geheuchelt an. Aber irgendwas ist schon dran an dem, was Leon sagt. Und da er sein Fleisch direkt vermarktet, kann er den Preis selbst bestimmen. Ich glaube, von dem Jungen kann man was lernen. Zum Hirten tauge ich trotzdem nicht. Ingo, geh weg. Komm, hierher. Hierher, Ingo. Ich glaube, ich habe es echt geschafft. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Verwurschtelteres gesehen als das. Nein, aber nicht, ne? So gelangt's. Geht? Ja. Ich kann ja auch noch das Loch rum. Genau. Aber jetzt steht da, da ist irgendwie umgefallen. Das Wichtigste ist für mich, dass ich keinen Fußabdruck hinterlasse, keinen CO2-Fußabdruck. Und das ist eigentlich so mein ganzes Ding, was ich machen will. Ich will den Boden erhalten. Ich will alles so erhalten, wie es ist. Dafür leben können, aber nichts zerstören. Und auch, dass niemand merkt eigentlich, dass ich da war. So quasi. Niemand soll merken, dass ich da war. Genau. Wow. Ja, ist ja so, weil wir zerstören unsere Welt selber. Und das will ich nicht mitmachen. Mhm. Gell, Avi? Wir haben alles. Alles, was wir brauchen. Sein Konzept scheint einfach und Leon dabei sehr zufrieden. Wäre ich wohl auch gern. Wünschelruten können helfen. Ein bisschen Bescheidenheit auch. Und dazwischen liegt der Odenwald. Seite 12 in dem Buch über Tiere. Von 79, dass ich irgendwann mal in deiner Tasche gefunden habe. Und ich wünsch mir irgendwie, eins von den Tieren da zu sein. Die schauen so dümmlich glücklich drein. Es muss schön sein, ein Tier in deinem Bilderbuch zu sein. Denn dann wär ich nicht ich und müsst nichts fühlen. Dann wär ich ganz einfach gar nicht da. Aber das soll erst der Anfang gewesen sein. Oh Gott. Also so runtergucken finde ich schon, muss ich schon zugeben. Also ich finde es irgendwie sehr hoch schon. Der Odenwald ist für mich vor allem eines. Eigen. Ein Spannungsfeld. Irgendwas zwischen großer Freiheit, Tristesse und Herausforderungen, die das Land nun mal hat. Ich muss weiter. Mal sehen, wie der Bayerwald so tickt.